guck dir mal das hier an. Regentropfen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber... Moment, Tür kurz zumachen noch. Aber hier weiß man ja gar nicht mehr, wie sich Regen anhört und wie Regen aussieht. Also deshalb auch nicht wundern, wenn es hier tropft oder rauscht im Hintergrund. So hört sich Regen an, zumindest hier drin. Aber es soll ja nicht ums Wetter gehen, sondern um eine neue Errungenschaft. Und zwar ist es die Insta360 One R, oder auf Schwäbisch Insta360 One R. Es gibt ja immer ein paar Hater, die sich über meinen Dialekt aufregen. Könnt ihr jetzt wieder kommentieren unten drunter. Wer das Ding nicht kennt, ich erkläre ganz kurz das Konzept. Und zwar ist es ein modulares System. Das Ding hier schraubt man mal ab. Dazu kommen wir gleich. Modular deshalb, weil man eben diese... Na, sowas rollt hier weg. Man kann es hier auseinanderbauen. Das ist ein Käfig hier drin. Und dann, also einmal diesen Käfig, hat man hier die Kamera, kann man hier den Akku unten wegmachen und kann sogar diese Module einmal mit Display, einmal eben mit Kamera, mit Linse und Sensor wegmachen und kann das austauschen gegen ein anderes Modul, zum Beispiel hier gegen das 360 Grad Modul, kann man dann wieder zusammenbauen. Na, haben wir es hier? Klar, geht nicht. Falsch rum, guck mal. Natürlich muss das, natürlich müssen diese Halterungen unten hier drunter sein, also ja klar. So, dann wird es auch funktionieren. Dann haben wir es zusammen und dann kann man es wieder hier reinschieben. Muss man gucken, dass die Knöpfe da oben eben unter die Knöpfe kommen. Hier zumachen. So. Es gibt dafür auch noch andere Module. Oder was heißt andere? Es gibt noch ein anderes Modul. Das ist ein mit 1 Zoll Sensor. Finde ich aber doof, weil das einen Fixed Fokus hat. Das finde ich für so eine große oder für so einen großen Sensor eigentlich doof. Ich habe dieses 4K Weitwinkel Modul und eben dieses 360 Grad Modul hier, und das ist eigentlich auch das Spannende an der Kamera. Also dieses 4K Weitwinkel Modul ist eigentlich nur ein Zusatz. Ich habe die Kamera hauptsächlich wegen dem 360 Grad Modus gekauft. Ja, eh witzig, oder? Letzte Woche habe ich noch ein Video gemacht, dass ich so ein minimales Büro habe, alles im Rucksack, und jetzt kaufe ich was Neues. Die Gründe, warum ich es gekauft habe, Nummer 1, ich habe natürlich gefragt, ob ich ein Modell zum Testen kriege, und du siehst, ich habe sie gekauft, also ich habe kein Modell gekriegt, und mich hat es einfach so sehr interessiert, wie so ein 360-Grad-Ding funktioniert, dass ich mir dann doch eben das Ding gekauft habe. Vor allem, weil ich neulich mein Handy geschrottet habe. Ich war damit im Pool. Und obwohl es wasserdicht war, ich war schon öfter damit im Wasser, war es diesmal nicht mehr wasserdicht und dann war es kaputt. Und dann dachte ich, brauche ich vielleicht doch eine Action-Cam. Und das zusammen kostet irgendwie 500 Euro plus minus. Ich habe 480 bezahlt bei Foto Erhard. Einfach bei Idealo gucken, da gibt es immer die billigsten Angebote. Und wenn ich jetzt gucke, eine Osmo Action mit einer Insta360 One X zusammen, wäre teurer, deshalb habe ich die genommen. Und außerdem finde ich auch dieses modulare System echt cool. Also das sind die Gründe, warum ich es gekauft habe. Grund 1, Interesse. Grund 2, eine Action Cam für Unterwasseraufnahmen vielleicht mal. Und Grund 3, weil mich eben dieses 360 Grad Gedönse interessiert hat. Das ist wirklich, wirklich cool. Also da kann man echt gute Sachen machen, weil er eben den ganzen Winkel aufnimmt und man kann im Nachhinein bestimmen, was angezeigt wird. Zum Beispiel hier auf der Rutsche einfach die Kamera gehalten und im Nachhinein den Winkel eingestellt, wie ich ihn haben will. Zusätzlich haben wir noch den Invisible Selfie Stick dazugeholt, hast du ja gerade eben schon gesehen. Invisible deshalb, weil man ihn gar nicht sieht. Der wird hier rausretuschiert. Man sieht, ich habe das Ding hier in der Hand, aber man sieht ihn nicht. Das ist übrigens das interne Mikrofon, was du gerade hörst, und das kann sich eigentlich sehen lassen oder hören lassen. Übrigens hat das Ding nicht nur ein Mikrofon, sondern auch einen Lautsprecher. Das kenne ich vom Osmo Pocket nicht. Also wenn man mal kurz nachgucken will, was man gerade so gelabert hat oder so, funktioniert es hier auch. Und im Nachhinein stellt man alles in der App, hier noch Schutz drauf, im Nachhinein stellt man alles in der App ein, welchen Winkel man sehen will. Ich zeige es dir einfach. Moment. Das ist jetzt die App auf dem iPad. Ich hoffe, man sieht was. Ich muss es ein bisschen schräg stellen, dass hier nicht so spiegelt. Außerdem geht es eben nur im Hochformat. Das ist ein bisschen blöd an der App. Es gibt auch für Windows und für macOS Software, wo man das machen kann. Das heißt dann Insta360 Studio oder sowas. Es gibt auch für Android, aber ich finde es hier ganz komfortabel. Die Insta360 haben wir in der Mitte auf ein Stativ gestellt und sind dann einfach außen rum gelaufen. Und du siehst, man kann hier jetzt einstellen, was will man sehen. Kann auch super Weitwinkel, Weitwinkel, Linear und so weiter. Also immer weiter reinzoomen. Qualität leidet dann halt drunter, machen wir mal super Weitwinkel und dann können wir uns ganz einfach sagen, track uns mal was neuer, wähle einen neuen Zeitrahmen.
Jetzt trackt er mich. Genau, noch ein bisschen weiter weg muss. Jetzt warten wir einfach ein bisschen. So, okay. Wie er mich trackt. So, guck mal, Robin, wir und ich laufe dann, man sieht ja, ich laufe jetzt mit dem Osmo Pocket außen rum. Ich muss mir hier leiser machen, wo habe ich denn hier dieses ganze Gelaber. So, also ich laufe mit dem Osmo Pocket außen rum und er trackt mich einfach mit. Also echt cool und könnte in diesem Zusammenhang natürlich eine Konkurrenz für einen Osmo Pocket tatsächlich sein, der mich eben tatsächlich mit tracken müsste. Hier mache ich es halt nachträglich mit Software. Also gut, jetzt hat er mich hier getrackt. Und jetzt können wir einfach gucken, was er hier gemacht hat. Ja, und er schwenkt einfach mit. Schon eine coole Sache. Natürlich kann er auch noch andere Sachen machen, indem ich hier dann einfach sage, hier, warte mal, hier machen wir jetzt einen Keyframe. Kann ich das hier machen während des Trackings? Und auf kann ich glaube gar nicht. Hier kann ich dann machen. Guck mal hier, guck hier. Zum Schluss habe ich Quatsch gemacht. Nehmen wir ein anderes Video. Und zwar das hier. Da habe ich an eine Makroschiene die One A geschraubt, sodass die mich von außen filmt. Und du siehst, sieht aus, wie wenn ich hier einen extra Kameramann dabei hätte. Ja, so hier. Außer den Selbstauslöser noch angehabt. Also löschen wir mal dieses Tracking hier. Dann kannst du schön sehen, wie man hier zum Beispiel, also machen wir hier, fangen wir an mit Tiny Planet. Das ist hier vielleicht nicht das Optimale dafür. Aber jetzt haben wir unseren Keyframe. Hat er den jetzt gemacht? Nö. Okay. Tiny Planet. Gehen ein Stück weiter und sagen, gut, wir möchten jetzt, dass er eben langsam hier an mich ranzoomt zum Weitwinkel. Und zwar so. Wenn wir das dann laufen lassen, haben wir unseren Tiny Planet. Und er zoomt dann so ran zum Weitwinkel oder auch nicht. Wieso hat er jetzt? Ja, du siehst, ich habe die Kamera noch nicht so lange. Ich bin ja noch ein bisschen Anfänger. Aber generell ist schon eine coole Sache. Du hast ja auch gesehen mit der Rutsche und so, wie man drehen kann. Diese ganzen Einstellungen hier muss ich noch probieren. Man kann schneller laufen lassen. Man kann mehrere Winkel anzeigen lassen. Da gibt es auch, wenn ich hier dieses Brain hier drücke, dann analysiert er das da oben. Und dann kann ich irgendwie das zusammenstecken und so. Weiß noch gar nicht so genau, wie das funktioniert. Muss ich alles ausprobieren, aber im Großen und Ganzen lässt sich da schon viel machen und es lassen sich viele coole Sachen damit machen. Aber ich habe es gerade schon gesagt, es geht natürlich Auflösung bei der Sache verloren. Gucken wir uns das auch noch an. Moment. So, hier habe ich die Spezifikation. Rechts Dual-Lens-Modul, links 4K-Weitwinkel-Modul. Und wenn man hier runter scrollt und sich die Auflösung anguckt, dann sieht man 5,7K. Ist das ganze 360-Grad-Ding und wenn man eben nur einen Ausschnitt rausnimmt, dann wird es entsprechend weniger. Also wenn man einen Tiny Planet hat, dann haben wir 5,7K und je weiter man reinzoomt, desto mehr Auflösung verliert man, sodass man irgendwann sogar weniger als Full HD hat. Ist halt so. Man sieht auch, die Auflösung nimmt ab, wenn man mit höheren Framerates filmen will. Aber das ist ja ganz normal, das ist bei vielen Kameras so. Guck mal auf der linken Seite beim 4K-Weitwinkel-Modul, also bei diesem Ding hier. Dann sehen wir hier, dass wir lustigerweise hier keine 50 Bilder die Sekunde haben, wohingegen wir beim 360-Grad-Modul 50 Bilder die Sekunde haben. Bisschen inkonsistent. Aber hier ist genauso. Je schneller man aufnehmen will, desto mehr leidet die Qualität, ist ganz klar. Und das sieht man auch. Das sind jetzt 200 Bilder die Sekunde und das ist kein Full HD mehr, sondern deutlich grisseliger. Ansonsten ist die Qualität okay. Beim 360-Grad-Modul hast du ja vorhin schon gesehen, was da rauskommt, je nachdem, wie weit man reinzoomt. Und bei dem GoPro-Modus oder beim Action-Cam-Modus, also es gibt zwei Stabilisierungsarten, einmal Flow-State und Basic. Und gerade bei Flow-State finde ich Grissels ganz schön, wenn nicht gerade optimale Lichtverhältnisse sind, obwohl es da eigentlich hell war, wo ich war. Aber wir können es halt mal genauer angucken, bauen mal schnell wieder um. Ich habe es jetzt nur so, 4K-Modul drauf, da oben macht man sie an. Einmal draufdrücken, ein bisschen warten, dann macht sie dünn. Mit ein bisschen Glück, manchmal funktioniert das nicht so richtig. Klickt man hier unten drauf, kann man hier oben einstellen zwischen Basic Stabilisierung und eben zwischen Flow State Stabilisierung. Jetzt hat er Flow State wieder an. Und dann gibt es hier noch Indoor Low Late Stability. Low Late? Alles klar, ab jetzt trinke ich Cola Late. Weiter im Text. Habe ich noch nicht so richtig probiert, was es ist, aber das war an bei diesem Video, das ich gemacht hatte. Ja, bla bla bla. Und trotzdem habe ich dieses Grisseln drin gehabt. Was ein bisschen doof ist hier bei dem, der Touchscreen, wollte ich gerade sagen, der Touchscreen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn ich jetzt hin und her schiebe und möchte auf 25 Bilder die Sekunde, dann komme ich unter Umständen da unten drauf und ich komme gar nicht auf die 25. Das ist ein bisschen Glücksspiel, wenn ich da oben, ne?
Und ich einfach drauf tippe auch nicht. Jetzt bin ich bei 60. Jetzt bin ich bei 25. Also der Touchscreen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und die Bedienung an sich beim Aufnehmen ist mir schon passiert, dass er einfach nicht ausging. Es ist auch schon abgestürzt, dass ich den Akku rausnehmen musste. Ich weiß auch nicht, ja, keine Ahnung. Also noch ein paar Kinderkrankheiten oder was mich auch stört. In dem Käfig, Moment, die muss hier rein. So muss die Kamera hier in den Käfig rein. So muss sie rein. So muss sie rein. Ich zeige es dir vorher. Hier haben wir das Tor, die Abdeckung für USB-C und Speicherkarte. Machen wir wieder zu und muss auch richtig zu sein, damit es wasserdicht ist. Dann schieben wir hier die Sache hier rein. Und im Normalfall bleibt es da drin, muss auch drin bleiben, damit sie wasserdicht bleibt. Steht in der Anleitung, da ist extra so ein Warnding dabei, wo ich auch ganz lange überlegen musste, oh, soll ich das jetzt machen oder nicht? Alles drin, alles dicht und so, und dann ist sie 5 Meter wasserdicht. Und die Neugier war dann doch stärker. Aber was ich zeigen wollte, diese Klappe hier oben, so, wenn ich die jetzt hier auffummel mit Käfig dran und dann die Speicherkarte rausmachen will, es ist einfach unfassbar fummelig. Ich komme gar nicht ran. Also ich kriege die Speicherkarte gar nicht raus, wenn es hier drin ist, ohne irgendwie Pinzette oder so, zu dicke Finger. Das ist ein bisschen eine Fehlkonstruktion. Ich finde generell auch, dass dieser Käfig ein bisschen zu groß ist. Hätte der nicht kleiner sein können? Frage ich mich halt so. Ich verstehe das ja, dass es vielleicht nicht hält ohne dieses Ding. Guck mal, es ist falsch rum. Das ist ein bisschen ein blödes Gefummel hier. Ich verstehe ja, dass es vielleicht nicht zusammenhält ohne diesen Käfig, aber das macht auch dieses Wechseln ganz schön kompliziert, diese einzelnen Module. Aber ich denke nicht, dass man das so oft macht. Das waren jetzt viele, viele Infos und eigentlich nur mein erster Eindruck. Ich habe die Kamera erst ein paar Tage, aber kann jetzt schon sagen, nur wegen diesem Action-Cam-Modul würde ich sie nicht kaufen. Cool ist wirklich dieses 360-Grad-Modul und schön ist eben, dass man mal wechseln kann, wenn man doch es hier braucht. Ich wollte schon lange mal wieder eine 360-Grad-Kamera. Vor ein paar Jahren habe ich nämlich die Theta S von Ricoh getestet und habe ich dieses Foto gemacht und das habe ich neulich erst dem Dean, der damit drauf ist, gestickt, dieses Bild und gesagt, oh, müssen wir unbedingt mal wieder sowas machen. Und ja gut, es gibt auch einen Blogpost zu dem Theta S-Test, den verlinke ich dir unten drunter, aber die ist schon ein bisschen älter. Aber da sieht trotzdem, was man alles so machen kann mit so 360-Grad-Kameras und hast du jetzt hier eigentlich auch gesehen. Ich bin gespannt, was du über dieses Teil hier denkst. Es wird auf jeden Fall noch ein Vergleich zum Osmo Pocket kommen und mal gucken, was sonst noch alles dazu kommt. Du kannst euch auch Fragen dazu stellen. Ich muss noch viel experimentieren, deshalb nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, dann kriegst du mit, was hier alles kommt. Es gibt auch eine ganze Playlist zum Osmo Pocket, wie gesagt, da wird auch dann der Vergleich mit drin sein, den verlinke ich dir hier oben. Hier gibt es mein letztes Video und dann sieht man sich beim nächsten Mal entweder in 360 Grad oder auch nicht. Bis dann, ciao.